Hallo und seid gegrüßt zu diesem Informationsvideo. Unser Beitrag auf Facebook hat mehr als 10 Likes bekommen. Mehr als 10.000 Likes bekommen. Deshalb dieses Video zu unserer Tabelle, die wir geführt haben. Zuerst einmal ein großes Dankeschön an unseren Freund Matthias. Er hat sich in kurzer Zeit, in ein paar Stunden, eine gute Formel überlegt, mit der man das ganz einfach hier so durch Eintrag fortführen kann. Ist genau. Ihm sehr gut gelungen. Wie ihr sehen könnt, das ist also die Tippspieltabelle. Ihr seht oben, nach rechts werden die Spiele sortiert. Die Zwischenspalte, da seht ihr dann das tatsächliche Ergebnis. Wir haben uns ein bisschen reingeschrieben, heim, auswärts, damit wir das ein bisschen kontrollieren können, besser, wo das Ergebnis oder wie rum das Ergebnis geschrieben werden soll. Und natürlich auch, wie eure Tipps reinkommen. Da seht ihr euch dann in der Einzelauflistung. Wir haben im Moment 1 bis 8 und 29, glaube ich. Ja. Genau, da könnt ihr euch sehen. Ihr seht, dass auch nicht immer jeder einen Tipp abgegeben hat. Ist vielleicht verbesserungswürdig, aber ja. Denn ihr wisst ja, je öfter ihr tippt, desto mehr Punkte kriegt ihr. Ganz genau. Und apropos Punkte, da können wir auch mal reingucken. In dieser Punkteauflistung, da seid ihr alle einzeln drauf. Für jedes Spiel die zusammenfassenden Werte. Da könnt ihr zum Beispiel sehen, Pascal hat im ersten Spiel gleich einen Tipp perfekt getroffen. Hardo im letzten Spiel auch richtig getroffen. Genau, und so führt sich das dann natürlich fort und am Ende ist dann eine Gesamtauflistung, also auch noch in der Punktetabelle. Ach so. Wo er das dann einfach zusammenzieht, genau, und da sieht man das dann, und da kommt man auf diese Liste halt, genau da, zack, da kann man dann für uns ein bisschen besser sehen, wer jetzt hier an erster Stelle ist, eben Pascal Erhardo mit 5 Punkten, hat aber auch noch welche im Nacken. Und ab RR Guli sind es dann 0 Punkte. Also ein bisschen besser tippen da, würde ich sagen. Ja, ich denke auch. Da ist noch einiges möglich, aber wir sind ja unberechenbar, ne? Ja, aber mal ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch, dass ihr so toll mitgemacht habt, dass ihr viele Tipps, viele Kommentare abgebt. Wir würden uns freuen, wenn die Tipps regelmäßig kommen, wenn vielleicht auch noch ein paar Leute dazukommen, damit es noch ein bisschen spannender wird. Es macht Spaß, die Tipps zusammenzusammeln. Und letzten Endes springt ja auch für euch was dabei raus. Der ein oder andere Preis, den wir auch noch bekannt geben werden. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr eure Tipps abgebt. Und denkt dran, die immer in jedem KSV-Video fürs nächste Spiel zu machen, so wie ihr das ja auch schon bisher macht. Ja, wir versuchen, was hatten wir gesagt? Einmal die Woche dazu eine Veröffentlichung rauszubringen. Ja, über die letzten 3 bzw. 4 Spiele. Ganz genau. Und dann machen wir so eine Wochenshow sozusagen, wer mal richtig getippt hat und ein bisschen... Wer hat auch mal was getroffen. um das ein bisschen hervorzuheben. Es sei auch gesagt, ihr braucht euch keine Angst machen, dass wir irgendjemanden bevorzugen oder so oder das beeinflussen. Wir machen es immer so, dass wir noch bevor ihr eure Tipps abgebt, also bevor das nächste Video rauskommt, schon 1 oder 2 Videos im Petto haben, damit das gar nicht erst dazu kommt, dass wir beeinflusst werden durch eure Tipps. Da braucht ihr also keine Angst zu haben. Genau. Alles klar, Pascal. Wir sehen uns dann später wieder, ne? Nein, natürlich nicht. Ich kenne leider Pascal nicht, aber das passte gerade. Okay. Wieso leider? Du hast ihn doch noch nicht gesehen. Vielleicht ist es ein Glück. Nee, ich weiß es ja nicht. Nein. Ja, aber vielen, vielen Dank. Wir hoffen, dass ihr am Ball bleibt. Gebt immer schön Tipps ab und so viel dann also zu der Tabelle, die ihr dann jetzt auch des Öfteren sehen werdet. Gut. Viel Spaß damit und haut die Hühner. Genau. Bis zum nächsten Spiel.